Ein Absol im Team zu haben wir doch auch hammergeil. Naja, erstmal wieder Hallo sagen zu Willkommen. Hä? Ja, herzlich willkommen zu Pokémon Smaragd. Und im letzten Part haben wir den Part beendet, in dem wir dieses Absol hier gesehen haben. Ich würde so gerne ein Team nehmen, aber ich habe schon so viele Pokémon. Irgendwann reizt auch mal. Wir werden es jetzt besiegen. Und könnt ihr so auf diese Weise jetzt noch immer schnell auf Level 30 bekommen? Ja, komm. Es reicht, also ich brauche jetzt auch wirklich nicht mehr noch mehr Team-Pokémon, also es reicht. Macht ein Wirbelwind? Macht er jetzt. Ja, hier ist nochmal die Attacke. Wir fliegen mal einfach weg. Trifft er uns nicht? Klingensturm, genau so hieß er. Okay, aber wenn er mal nicht trifft, ne? Hast du Pech. Ja, dann greife ich halt nur an. Meine Güte, was glaubst du, was ich vorhatte? Was denkst du eigentlich von mir? Panzerion, ich hab dir gerade was gesagt. Ein Ruckzucki, oh mein Gott! Ich habe ja sowas von Angst. Nicht. So. Okay, es ist tot. Ja komm, kill dir. Level 30 und jetzt der Entwicklung vielleicht zu gerade war. Na, ja, wie wär's? Oh. Hey, Kylia entwickelt sich. Zu was denn wohl? Glückwunsch, der Kylia wurde zu gerade war. Einige haben dann ein Problem, die Namen auszusprechen, ne? Oh Mann. Ja gut, ich eigentlich auch so. Also von daher. Oh nein, bloß aus dem Kreis wieder raus. Moment, darf ich mal ganz kurz angucken, wie in den Werten, weil. Jetzt muss ich. Oh Gott, Moral muss ich auch noch entwickeln. So. Kopiert Spezialattacke. Okay. Ja, der Spezialangriff ist um einiges höher. Okay. Gut. Den scheiß Item holen. Okay, Nugget, den. Ja, ich muss auch bald die Nuggets verkaufen. Bloß nicht vergessen, und hier nehmen wir mal Abkürzung. Hätte ich das mal gewusst. Jetzt mal schön Garde war sehen. Sie können ja aber trotzdem platt machen, weil sie einfach zu schwach ist. Oder, pardon, das Absol war eine Sie. Oh je, runter, wo geht denn jetzt eigentlich hin? Sag mal. Karte. Oh, es geht zur nächsten Stadt. Seegrasulb. Seegrasulb City, pardon. Oh, okay. Alter, okay, das sind ziemlich viele Effekte, die ich niemals erwartet hätte. Im Wasser spiegeln sich die Wolken. Okay. Gar nicht so scheiße, wie ich erwartet hatte. Allgemein ist die Spiel schon kampfgefährlich. Ich wäre 100 mal besser, als ich erwartet hatte. Nee, gut, das ist übertrieben, aber schon mehr als ich erwartet hatte. Also allein vom, was man hier alles sieht. So, aber ich muss mal langsam Gardevoir mal wegpacken von dem Platz. Weil sie muss jetzt nicht mehr die ganze kämpfen. Sie hat sich auf ihre letzte Stufe entwickelt. Jetzt kann ich sie schön wie die anderen trainieren, die sie entwickelt haben. Weil jetzt hat sie ja ihre Power, um alle zu vernichten. Und da kann ich ja mal andere trainieren. Das ist doch Wasserpflanze, das Ding. Ich denke irgendwie von ziemlich vielen Pokémon, dass die Wasserpflanze sind, ne? Vielleicht ist es ja Pflanze. Dann könnte eine Rakete was bringen. Ja, Tuska ist auch noch so ein Problem. Das muss ich erstmal entwickeln. Dann aber, Haupt ist richtig. Ob die Kacke. Oh, Zuki. Okay, ist auf jeden Fall nicht so extrem schwach. Ja, also denkt dran, wenn ich nach Rakete einsetze, dann muss ich einfach vorspulen. Okay, ich muss wohl noch weiter vorspulen, weil das wird wohl noch so weitergehen. Oh mein Gott, blub! Oh, oh. Komm, fünfmal. Perfekt. Du hast eine gute Arbeit. Verloren. Nein, jetzt hat der Mogul, geh weg. Ich bock dir das Licht. Nicht von solchen mysterischen... Hysterische wollte ich jetzt schon sagen. Hysterisch? So sagt man das noch gar nicht, oder? So mysterische Leute, was? Wie komme ich da denn jetzt wieder drauf? Oh Mann.
Triska an die erste Stelle. Danach könnte ich dann mal wieder Karpils trainieren. Das Item lasst mir nicht entgehen. Ein Hypertrank. So. Geht zur nächsten Route. Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Dass bald wieder ein Berg kommt. Nee, ganz ehrlich, ich hasse diese Berge. Was? Ich werde die Techniken der Pokémon übernehmen und neue Ninja-Techniken heraus entwickeln. Oh Gott, wenn ich für dieses Kind springen muss, fällt mir was auf. Phoenix Red Justice for All. Da kommt ein so kleines Kind vor. Das kann ich nicht synchronisieren. Dabei explodiert meine Lunge. Oh fuck, da muss das gar ganz schnell gehen. Ist das denn Schwebe? Ich weiß nicht. Nee, ganz ehrlich, das ist... Da, oh Gott, ich bin mal echt gespannt, wie ich das hinbekomme. Gott, oh Gott. So. Mal diese Vergiftung. Weh, du hast jetzt Schwebe. Bist du ein wildes Pokémon? Nee, ne? Du gehörst jemanden, oder? Du kleines... Ah! Jetzt weiß ich nicht mal, was drankommt. Ganz toll. Muss ich Tuska einfach mal in die Gefahr setzen, dass da was Schlimmes kommt. Jasko. Schluck auf, schon wieder. So, erstmal wieder verwurzeln, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh oh. Ich hab Angst, der Typ. Wird mich fertig machen, ich hab so einen Schluck. Auf. Was? Nein, oh Gott, wird sie verarschen. Igel Samen. Und oh, ich hab Angst. Seine Initiative steigt genauso wie sein. Oh mein Gott. Ja, das Ding ist eine Todeswaffe, ganz ehrlich. Also, ja. Oh, oh nein, Tuska. Ja, jede Runde steigt seine Initiative. Das heißt, Schutzschild ist bei diesem Viech gar nicht so dumm, weil dadurch kann man für die Runde keinen Schaden und kann dadurch auch seine Initiative erhöhen. Damit Schwertanz. Oh Mann, das Ding ist gefährlich. Und dann noch die Sandwirbel. Jetzt hat es zwar nur eine Angriffsattacke, aber wenn es dieses Pack an Attacken hätte, dieses Set, dann hätte es nur noch eine Angriffsattacke, aber trotzdem. Das wäre dann schon ziemlich gemein. Okay. Ich nehme zurück, anstatt von Sandwirbel, Doppelteam, dann ist es wirklich heftig. Ich weiß ja nicht, wieso die Entwickler solche Strategien mit erlauben, aber er reicht auch nicht an. Ich war ja schon zweimal Schwertanz eingesetzt, wenn er jetzt eine physische Attacke kommt, dann ist Tuska so oder so weg. Das muss ich bedenken. Okay, jetzt wäre jedes Pokémon sofort tot. Das ist eine Frechheit. Dreimal Schwertanz gemacht. Alter Schwede, und seine Initiative ist auch schon so hoch, wie es nur geht. Das ist doch wohl verarsche. Aber er greift einfach nicht an. Ich weiß nicht, ob der überhaupt... Vielleicht kann der gar keine Attacken. Der hat auch schon so oft Sandwirbel und so eingesetzt. Das fällt mir auch gerade erst auf. Dass ich deswegen vielleicht nicht mehr so oft treffe. Sandwirbel und Doppelteam, oh Mann. Jetzt aber, glaube ich, tot durch... Ja. Ja. Ich hab nicht mal vorgespielt die ganze Zeit, das ist ja komisch. Oh ja, da hat das... Oh! Ja, definitiv. Wird auch verwurzler? Auf jeden Fall, die nehme ich auf jeden Fall rein, weil für die Entwicklung wäre diese Attacke schon eine Step-Attacke. Und das ist dann wiederum ziemlich gut. So trifft er den nämlich immer. Die Entwicklung seiner neuen Ninja-Techniken sind fehlgeschlagen. Ich hab auch so hier noch die V. Ja, nee. Wegen Gedeihen, was. Oh nein, jetzt habe ich irgendwas gesagt. Aber ich habe nämlich die Bilder davor bekommen, das ist schön. So. Irgendwie nervt es ja, ne? Könnten die mal alle mit ihrem Sandwirbel mal aufhören? Da brüllt er auch noch. Mario wurde besiegt.
als Inkubation. Ein ganz kurzer Cut. So, weiter geht's. Ich habe eben schon mal alle geheilt und das Kapitz anstatt von Gardevoir reingenommen. So. Ah, Gott, für mich wieder eine Stunde vergangen. Na komm, jetzt. Ja. So. Ah, du musst ja diese blöden Bilder aufmachen. Nee, kein Bock auf wilde Pokémon. Ich will einfach wieder zurück. Hui, hui, super schnell. Nein! In diesem Gras sind wir auch nur Unlicht-Pokémon, ne? Wie sieht es mit deinem mit. Nochmal. Wie sieht es mit deiner Fitness aus? Wenn du nicht fit bist, könnten harte Zeiten auf dich zukommen. Oh ja, wie war, wie war? Das ist das Problem. Ich mache Abitur und da darf ich jetzt für die nächsten 2 Jahre für jedes Halb für einen Sport auswählen. Haha, ich darf aber nur eine doppelt nehmen. Ha, ganz toll. Muss ich insgesamt 6 angeben, 2 zum Austausch, da musste ich mich ja ganz zu entscheiden. Da habe ich mir einfach mal für die ersten beiden Badminton gewählt, einfach weil ich eine Zeit lang im Badminton im Verein war. Gut, ungefähr 2,5 Jahre, die waren, weiß ich. Ich glaube auf jeden Fall mindestens 2 Jahre. Und dann Basketball. Was war das danach? Ja genau, ich musste ja noch. Ich darf ja nicht. Diese Fitness und Baseball. Fitness und Basketball kommen aus der Gruppe Spielen. Da muss ich noch eine aus einer anderen Gruppe nehmen und da. Anstatt Schwimmen oder sowas, da hatte ich keinen Bock drauf oder Leichtathletik oder sowas, muss ich jetzt Fitness nehmen. Ja, ganz toll, Fitness! Ich will aber nicht. Fitness, oh Mann. Oh Gott, aber das jetzt kommt. Handball hasse ich ja wie die Pest, aber ich musste das als Dingens nehmen, als Ersatzwahl, weil ich nichts anderes mehr habe. Und jetzt kommt das Beste, Golf. Ich hatte irgendwie Bock drauf, Golf zu spielen, aber doch nicht in der Schule. Da muss ich extra für die Schule auch noch woanders hingehen. Warte mal, hat sie das Ding gerade irgendwie geheilt? Oder war da einfach ein neues Ding? Ein Mysterium, das ich niemals verstehen werde. Oh, und bald geht's wieder weiter. Phoenix Red aufnehmen. Ich habe nicht mehr so viel. Ich habe nur noch die Parts für Miles Edgeworth, im ersten Fall. Und den ersten Fall von Justice for All, wo auch ein Cellfan dabei war. Oh, hoffentlich stört euch, dass ich so viel mit Zellfällen mache. Ich hoffe, das stimmt wirklich nicht so doll. Okay. Da kam gerade meine Mutter rein. Na, oh, wieder Moli. Mann, eine starke Spore, bitte. Und wer hätte es gedacht, der Zugang wurde zu Sternschauer. Vorspulen, ich habe keinen Bock mehr so lange zu warten. Tempo Heap. Oh, toll, war die Paralyse umsonst. Tempo Heap. Planers, wie viele Pokémon hat der eigentlich? Oder die, oder S, oder sehr? Sehr, nee. Was sag ich da? So, Tuska. Auch mal auf Grill 30 komplett. Er wegelt zu, wie gesagt, zu Totnok Tuska, so wie Kyria zu Gardevoir. No. Der hat's ja wohl irgendwie mit Mogelhieb, ne? Und Naturkraft. Noch ein drittes Mal, yeah, perfekt. Ich bin fit wie ein Tornschuh, aber. Ja, ich nicht. Das war eine Sie, oh Gott. Nein! Geh weg. Nein! Oh Gott. Riskiere ich's? Nö. Also Drogen. Hier geht's weiter. Fratzhaar. Bitte kein Bär, bitte kein Bär. Oh. Eine Hexe? Hexe Brunhilde.
Zwirrlicht, Zwirrlicht. Oh, Stück hier. Was mache ich denn da? Was soll man gegen eine Hexe tun? Sie wird mich vernichten. Oh. Sie hat es vorher. Diese blöde Hexe. Manu, das hat mich jetzt aber schon überrascht. Auf einmal steht da eine Hexe. Oh Mann. Erstaunen. Oh mein Gott. Nein, oh, was jetzt hier nochmal? Jetzt gerade ein, die Attacke muss ich mir aufsparen. Das sind nur 5 AP. Das wird Zeit, dass du Flammenwurf verlernst. Und überhaupt, dass du hier entwickelst. Schon 2 müssen sie noch entwickeln. Danach war es. Nee, 3. Morabel auch noch. Schuppet. Die ganzen Geistproben, die hinzugekommen sind. Manchmal Morabel. Achso, das Ding hat auch Schläge, ne? Na egal, wir haben einen Surfer. Ich habe verloren. Nein, ich wollte die Hexe ansprechen. Ja, was ist tun, Gerhard? Hat's weg. Ey, wir müssen vorspringen, weil ich mit weiterkommen. Und ich habe gerade nicht mehr so viel Zeit. Komm, komm. Ist aber mal gut. Ich hab dir gerade was gesagt. Ich hab gerade was gesagt. So, danke. Papine, da ja kein Ball, da kannst du nicht weiterkämpfen. Will ich dann hinten noch mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Und tot. Eben schnell ihn nach vorne packen. Ist ja auch Level 30, dann haben wir bald also alle unsere Level 30. Giroberg, du hast eine geheimnisvolle Kraft am Berg. Und nein, bitte kein Berg. Nein, ich will kein Berg. Stopp! Halt, stopp! Schau dir meine wunderbaren Pokémon gut an. Also, ist die Wohnung gut, sind die Pokémon gut so oder gibt's da irgendwas? Da gibt's was. Dieses Kekleon gehört getötet, einfach nur getötet. Mach es weg. Komm auch bitte einfach nur ganz schnell weg. Und oh Mann, das ist so eine Enttäuschung, dass das so wenig zieht. Jetzt vom Typ Feuer, lass uns Identitäten und die umbringen. Oh ja, tatsächlich. Wie bietet es? Könnt ihr eigentlich noch weitermachen, aber ich will mal Kapitel wieder reinpacken. Ihr könnt ja mit Tempo vielleicht das Gebiet es umbringen, bevor es ihn umbringt. Oh, vielleicht auch nicht. Oder sein, da muss eine Giftattacke kommen, die sehr effektiv ist. Machen wir Panzer Aeron rein. Einfach nur damit er auch Erfahrungspunkte hat. Ich habe es ja noch richtig gesehen, der hat Bonnie mit zu viel Erfahrungspunkte und ist jetzt auf Level 32. Perfekt. Oh, wie konntest du? Dann nimm die Sache doch nicht gleich so ernst, Mensch. Diesmal habe ich es. Nee, komm. Und nochmal machen. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Oh nein, ich komme tatsächlich im Berg. Oh nee. Das muss das sein? Muss das sein? Das muss doch nicht sein. Boom! Tot. Oh, scheiße, das hat aber wirklich viel zu. Pack ihn mal weg, weil der ist jetzt ziemlich stark angeschnitten. Na, okay, das ist der, der aber scheiße sein kann. Nein. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Vor uns sieht sich der Pyroberg. Er ist das natürliche Gewachs. Er ist das natürlich gewachsene Monument der Reister, der vor uns gegangenen Pokémon. Nee, nicht vor, sondern von uns. Das Schild ist alt und verwittert. Worte sind kaum lesbar. Okay. Zink gefunden. Duflor, Duflor. Gib bloß weg, Duflor. No. 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 So. Jetzt, die haben ja die blaue Flüte. Da war es doch gerade irgendwo hier. Da. Da wäre noch ein Doppelkampf. Da kommen wir doch wahrscheinlich zu dem einen Ding. Dann mache ich jetzt eben schon den Doppelkampf. Erstmal mit dem Rabi mal dem Kamorb helfen.
Wobei der von Surfer getroffen wird. Oh, das ist blöd, dann kann ich Surfer nicht mehr einsetzen. Zusammen seid ihr furchtlos in meinem Leben. Eva und Ute. Oh nein. Leta King, das kennen wir doch schon aus der normalen Arena. Mit dem ist es auch nicht so gut aus. Es ist auch nicht so gut geendet, ne? Da wäre ein Lebensschuss doch mal genau das Richtige für ihn. Oh Gott. Da. Was? Das hat aber gerade nicht etwas so wenig gezogen. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Wieso zieht das so wenig? Das Pandien nervt auch. Die ganze Verwirrung. Tagi und dann heilt er sich auch noch. Nein, lass mich doch in Ruhe. Das ist nur noch Leta. Ich muss einfach vorschauen, weil das geht gar nicht. Er faulenzt, er greift mich an. Das ist gut. Noch ein Volltreffer. Oh, okay, der erzielt mehr. Das ist einfach ein extremer Tank. Der auch extremer Hund Angriff hat. Dafür greift er nicht oft an. Oh, oh. Power Punch. Power. Power Punch. Punch. Power. Einfach nur eine riesige Power hat dieser Punch. So, wo sind wir hier? Zuerst ist nur eine. Oh Gott, nee, Safari zu, das tue ich mir glaube ich nicht an, oder tue ich mir das an? Nee, aber nicht jetzt. Das ist mir zu viel. Okay, im nächsten Part machen wir hier weiter. Ach, ich glaube, hier könnte man dabei sein, wie ich wieder mal speichere. Was ganz Aufregendes. So, endlich gespeichert. So, und bis zum nächsten Part. Tschüss.